Willkommen, meine Lieben. Und zwar habe ich mir was Leckeres bestellt, und zwar von Ozone. Klingt komisch, ist aber so. Und zuallererst wollte ich mal mich bedanken erstmal für die ganzen Kommentare, Likes und Abonnenten vor allem. Und ja, zu meiner Person, ich koche sehr gerne. Ich bin leider kein ausgelernter Koch, aber wie gesagt, ich koche sehr gerne und ich bin immer wieder dankbar für eure Anregungen. Und ja, ich hoffe, wir haben eine gemeinsame tolle Zeit miteinander. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Produkt. Das ist hier unbezahlte Werbung. Also ich kriege kein Geld dafür. Das mache ich einfach nur so, weil ich das möchte. Und ja, dann fangen wir doch mal an. Los geht's. Auf jeden Fall sehr gut eingepackt. Ja, auf jeden Fall. Der Nussknacker. Hier unsere Bowl, ne? Smoothie Bowl. Kakaogeflüster. Dann Captain Blaubeer. Also, das ist hier die Bowl. Und das sind hier die jeweiligen Toppings. Also Nummer 1, Nummer 2, die Blütenkönigin. Und Nummer 3, Hakuna Makokos. Mal sehen, wie die schmecken. Also ich habe die noch nie gegessen, zuallererst. Aber ich dachte mir, hey, sieht auf jeden Fall immer sehr lecker aus. Und wir können es doch mal testen, ganz neutral. Und ja, weiter geht's. Ja, dann testen wir das später einfach mal. Oder jetzt? Also fangen wir an. Ich nehme hier dann Captain Blaubeer als Bowl und dementsprechend als Topping würde ich die Blütenkönigin nehmen. Und ja, dazu mache ich halt noch ein paar Beeren rein. Also wie man sieht, Heidelbeeren und Himbeeren. Machen 100 Milliliter Wasser rein. Zack. So, und dann öffnen wir mal das gute Stück. Also laut Anweisung halt, wie schon erwähnt, 100 Milliliter Wasser. Und circa 6 Esslöffel von der Mischung. Zack. Ja. Also riecht auf jeden Fall. Ja, gut. Auf jeden Fall. Ja. So sieht das aus. Das Pulver, die Mischung. Ne? Wie schon erwähnt. Circa 6 Esslöffel. Dann fangen wir mal an. Ich hoffe, ihr könnt alles schon erkennen. Ja. Ein Löffel. Zwei Löffel, drei Löffel, vier Löffel, fünf Löffel, sechs Löffel. Naja, haben wir was über, oder? Richtig. So, dann halt schön umrühren. So schaut's aus. So, wie schon erwähnt, nehmen wir uns mal die Blütenkönigin vor. Und los geht's. Ja, riecht gut. Sieht auch schön aus, wa? Das sind essbare Blütenblätter. Und ja, alles natürlich vegan und ohne Zuckerzusatz und 100% Natürlichkeit. Ja, wie schon erwähnt, muss das ein bisschen auffüllen. Obwohl die Konsistenz ist ja schon mal super, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir warten sollen, aber ich glaube, das passt schon. Ja, dann machen wir mal unser Topping drauf. Ich mache jetzt nur ein bisschen, weil, wie gesagt, wir wollen das ja einfach nur mal ausprobieren. Ja, so schaut es jetzt aus. Yummy. So, dann machen wir noch unsere Heidelbeeren rein. Zack, zack. Noch eine geht noch. Alle guten Dinge sind drei. Und noch eine Himbeere. Ja, und noch eine. Ja, also natürlich passend dazu der Löffel. So, und so sieht das aus. Ich bin sehr gespannt. So, und da bin ich ja schon wieder. Also, wie schon erwähnt, so sieht die Bowl aus. Lecker, ne? Ja, dann probieren wir doch einfach mal. Ja, also die Konsistenz ist super. Ist nicht flüssig oder so. Und so sieht das aus. Sehr lecker.
Ja, soll ich jetzt einfach essen, wa? Also ich muss echt sagen, schmeckt super. Wie schon erwähnt, keine Werbung, also unbezahlte Werbung. Aber schmeckt echt lecker, ist fruchtig. Also das würde ich mir sehr lecker vorstellen, wenn man das jetzt so im Kühlschrank erstmal lässt, ne? Und halt, damit es kälter wird, kühler. Auf jeden Fall fruchtig, nicht zu süß oder so, gar nicht. Also angenehm, passt perfekt. Also wie gesagt, kann ich echt nur empfehlen. Ja, wie ich schon erwähnt, Captain Blaubeer und die Blütenkönigin haben wir jetzt genommen. Und ja, ich hoffe, das Video kommt gut an bei euch. Und wenn ihr Lust habt, können wir gerne auch Kakaogeflüster testen. Also, ne, so wie es schmeckt und so, wie es ausschaut, wenn es fertig zubereitet. Und jo, dann bedanke ich mich. Dankeschön, meine Lieben. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal, wa?